Nochmals herzlich willkommen im Österreichischen Filmmuseum zur Vorstellung von Utopia von Sohrab Shahid Salleh aus dem Jahr 1983, beziehungsweise uraufgeführt bei der Berlinale 1983, gedreht 1982, glaube ich. Einem Film in unserer Schau mit dem Titel Deutschland in der Nacht und einem Film, der in vieler Hinsicht mit Romuald Kamerka verbunden ist, beziehungsweise einfacher gesagt, das ist einer seiner für ihn wichtigsten Filme. Er hat gestern auch erzählt, dass einer seiner jüngsten Arbeiten, der Kurzfilm Ramses, dass das für ihn eine Art kleiner Bruderfilm zu Utopia ist. Es ist ein äußerst rarer Film und obwohl ich gehört habe, dass ich das nicht sagen soll, möchte ich trotzdem meinen Dank aussprechen. Meinen Dank nämlich für die Möglichkeit, eine neue Kopie dieses Films herstellen, ziehen zu lassen. Sie sehen sozusagen die erste Aufführung dieser neuen Kopie heute. Und dieser Dank gilt einerseits Nina Goslar von ZDF Arte und andererseits dem Filmmuseum München, die uns sehr behilflich waren und mitgewirkt haben bei dieser Aktion. Wie Sie wahrscheinlich schon gelesen haben, haben Sie etwas Besonderes als Auftakt, als Vorspiel zu dieser Präsentation, nämlich den Hauptdarsteller des Films, Manfred Zapatka, im Gespräch mit seinem Regisseur Romuald Kamerka, der ihm ein paar Fragen stellen wird und Ihnen ein bisschen auf diesem Wege ein bisschen einen Eindruck vielleicht über die Hintergründe und über dieses Werk von Sohrab Shahid Salleh vermitteln wird. Bitte begrüßen Sie ganz herzlich mit mir Manfred Zapatka und Romuald Kamerka. Ja, also erstmal vielen Dank für das Kommen zu diesem Monumentalfilm. Sie wissen ja sicherlich alle oder haben es sicherlich genau gelesen, dass der über 3 Stunden lang ist. Und das ist ein Film, der Sie sicherlich fordern wird und ich bin mir ganz sicher, dass Sie das mögen. Das nächste ist, dass ich das wunderbar finde, ich will nur ein bisschen kurz was vorab sagen, Manfred, dass ich das wunderbar finde, dass eben in so einer Reihe wie Deutschland in der Nacht so ein Film gezeigt wird. Ich danke auch dir, Klaus, vom Filmmuseum München, dass das möglich war. Wir sind nämlich auch sehr eng mit diesem Film und diesem Regisseur verbunden. Und wenn man jetzt über diesen Film so ein bisschen, nicht eine Einführung, sondern ein bisschen vielleicht auch ihn preisen möchte, diese Arbeit, dann würde ich jetzt mal als erstes vielleicht ein bisschen sagen, dass Sohrab Salleh für mich einer der großen Unbekannten des deutschen Kinos ist. Und das ist umso erstaunlicher, da er in den 70er und 80er Jahren fast 12 Filme in Deutschland gedreht hat. Und auch sehr erfolgreich, also auch viele Preise für diese Arbeit bekommen hat. Und ich glaube dann Mitte der 80er Jahre, vielleicht kann es Manfred nachher noch näher erklären, ist er dann nach Chicago gegangen und dort gestorben im Alter von 56 Jahren. Mal heißt es, er sei an Hunger gestorben, mal heißt es, er sei seinen inneren Blutungen erlegen. Also es ist ein Künstler, der sehr jung gestorben ist und für mich ist es halt auch interessant, dass es eben ein iranischer Regisseur ist, der in Deutschland gearbeitet hat. Und Alexander hat es halt gesagt, dass der Film Ramses, falls Sie ihn kennen, beschäftigt sich mit einem iranischen Mann, der ein Animierlokal in West-Berlin betreut und irgendwie war die Recherchearbeit zu diesem Film etwas, was immer irgendwie in Augennähe zu dieser Recherchenarbeit für dieses gewaltige Drehbuch von Sohrab Salleh in Utopia war. Denn
der Film Utopia spielt in der Kantstraße eigentlich, also auch in West-Berlin, auch in dieser Gegend. Und man muss wissen, dass Anfang der 70er Jahre diese Gegend südlich und nördlich vom Kudamm sehr stark in iranischer Hand war. Das heißt, es gab auch mal eine Schießerei in der Bleibtreustraße zwischen iranischen und deutschen Gruppen, bei denen auch jemand gestorben ist. Und seitdem heißt die Bleibtreustraße Bleistreustraße. Und für die Medien in Berlin war diese Schießerei so etwas wie Chicago in Berlin. Das haben wir jetzt gelesen. Also so viel vorab. Und jetzt ist so, dass ich Manfred Zapatka als Schauspieler über diesen Film kennengelernt habe. Also ich hatte einen Freund, der auch wahnsinnig filminteressiert war, und der hat immer gesagt, Manfred Zapatka, da musst du dir diesen Film angucken. Und so war es dann auch. Und seitdem liebe ich Manfred Zapatka. Und jetzt möchte ich einen kleinen Bogen machen zu dir, Manfred. Der Film lief 83 bei der Berlinale. Und du hast mir ganz oft erzählt, dass du dich erinnerst, vielleicht hältst du kurz mal das Mikrofon für mich. Also du bist sozusagen, der Film lief und in der Vorführung oder nach der Vorführung soll es Frauen gegeben haben, die Schilder hochgehalten haben, wo drauf stand, neue Männer braucht das Land. Ja. Was heißt das? Also es war so, dass die... es war so, dass es waren mehrere Transparente. Es waren also eins, das, da stand drauf, Männer raus aus West-Berlin, und auf dem anderen stand eben, der neue Männer braucht das Land. Ja, ich weiß das auch nicht so richtig. Die, also ein, uns eine sehr gewogene Filmemacherin, die Helga Sanders Brahms, hat irgendwie versucht, dann eine Art Ordnung reinzukriegen. Aber, und hat gesagt, wieso, der Film ist doch eigentlich für die Frauen, das ist doch toll, was da passiert, ist doch eigentlich ein, und so weiter. Und dann hat man gesagt, nee, der sei ihnen zu politisch, was nicht schlecht ist. Also man hat es begriffen, das finde ich ja ganz gut. Und ja, also die Reaktion war bombig, kann man sagen, schlagend. Mit mir hat kein Mensch mehr gesprochen, wie ein Schock. Allerdings muss man sagen, dass die ausländische Filmpresse und auch die ausländischen Filmemacher, allen voran Leute wie Sidney Pollack oder Dustin Hoffmann, dass die diesen Film also wirklich für einen ganz, ganz großen Film gehalten haben von Anfang an und auch immer wieder gesagt haben, über diesen Film muss eine Pressekonferenz stattfinden, und das gab es dann auch. Und so die ganzen Produzenten haben mehr oder weniger... wären da lieber nicht mit dabei gewesen. Es war, ich weiß nicht, es war ein merkwürdiger Druck und man wollte sich wohl so nicht sehen. Ich greife das ein bisschen auf. Die paar Male, bei denen wir zusammen Filme gemacht haben und danach Premieren hatten, war es immer auffällig, dass dann Leute zu mir kamen und meinten, also der Zapatka ist ja so sympathisch. Und dann habe ich immer gesagt, ja, warum nicht und so. Und ich hatte dann immer den Eindruck, als hätte ganz Deutschland diesen Film gesehen und ja, als würde sozusagen die Rolle, die du da spielst, sozusagen ein Abbild deiner Person sein. Und das ist das, was die Leute sozusagen im Köfferchen mit sich tragen, und dann treffen die dich und sagen, ja, du bist ja ganz anders, Klammer auf, als der Zuhälter Heinz, ja, glaube ich, heißt er, ja, in Utopia. Ja, das verfolgt mich bis heute. Also der Vater eines Inspizienten, ich habe in Paris gespielt, in Bobigny, und der Vater dieses Inspizienten hat seinen Sohn besucht und hat zu ihm gesagt, den mag ich eigentlich nicht. Da hat er gesagt, ja, wieso, der ist ganz nett. Ja, das finde ich auch, aber der verstellt sich nur, pass mal auf. Und, und dann hat der zu ihm gesagt, in meiner Gegenwart immerhin, ja, wieso? Also die haben sie auch längere Zeit nicht gesehen. Und da hat er gesagt, ja, da gab es doch diesen Film, und er hielt das sogar für dokumentarisch. Also dass das wirklich so passiert ist, was sie gleich sehen werden. Also der glaubt, man hätte mich danach weggesperrt und jetzt tauche ich wieder in Paris auf. So ungefähr.